Nichts von Wert hier, Watson. Nichts von Wert hier, Watson. Hier ist der versteckte Durchgang bei den Netzen des alten Sam. Wir sind auf dem richtigen Kurs, Watson. Was ist das nur für ein schrecklicher Ort, Holmes? Wo haben Sie uns hingebracht? In der Nähe des Ziels, Watson. In der Nähe des Ziels. Mir fällt nichts Nützliches ein. Was machen wir jetzt, Holmes? Bravo, Watson. Das wird die Reptilien in diese Richtung locken und den Weg freimachen. Viel besser. Aber wir sollten möglichst schnell hinüber gelangen, bevor wir der nächste Gang werden. Watson, wir sind da. Halten Sie sich bereit. Das hier ist nicht gerade beruhigend. Ich habe noch nicht alles untersucht. Jämmerliche blinde Narren! Wisst ihr denn nichts von der Ankunft des großen Einen? In diesem Moment kommen seine Diener aus seinem ganzen Königreich und die Erleuchteten werden ihm ihr Fleisch geben. Alle werden da sein bei seinem Erwachen. Kämpft nicht gegen die Berufung. Bald wird er aufhören zu träumen und unsere Welt wird im Ganzen verschlungen. Verneigt euch und sprecht das Dankgebet. Ihr seid die Nahrung seiner neuen Welt. Ich habe es, Holmes. Dieser unheimliche Kerl war auch ein Kannibale. Meeresfrüchte haben ihn wohl gelangweilt.
Das mache ich nicht. Was für ein merkwürdiges Buch. Ich habe diesen Dialekt noch nie gelesen. Perfekt. Es wird mir die willkommene Abwechslung auf unserer Heimreise bieten. Holmes, helfen Sie mir dabei, ihn zum Boot zu tragen. Ich kann wirklich nicht sagen, ob er die Rückreise überleben wird. Beim neunschwänzigen Teufel. Das ist doch Arneson. In der Tat. Kennen Sie jemanden, der ihn aufnehmen und pflegen könnte? Sie sollten zu der kleinen Lucy gehen, die auf dem Boot liegt. Ich weiß, wo Lucy ist. Bitte helfen Sie meinem Freund, diesen armen Mann auf den Kai zu heben. Dann gehe ich Miss Lucy holen. Was können wir für dich tun, Süßer? Madam? Könnten Sie bitte Lucy ausrichten, dass wir Mr. Arneson gefunden haben? Und sagen Sie ihr, sie soll sich beeilen. Es könnte ihre letzte Chance sein, ihn lebend zu sehen. Lucy! Lucy! Ah, da bist du ja. Dieser Gentleman hat deinen Freund gefunden. Mein Gott! Ist das wahr? Na sicher, er sagt's doch selbst. Was haben sie mit dir gemacht? Oh, mein armer Schatz! Er hat seine Hand verloren und steht unter starkem Schock. Aber mit Ruhe und liebevoller Pflege hat er gute Chancen, diese Verletzungen zu überleben. Oh, Madam, bitte! Wenn ich kurz etwas sagen dürfte. Wir haben dieses Geld gefunden. Eine große Summe, die Mr. Arneson gehört. Ich glaube, es wäre gerecht, sie Ihnen anzuvertrauen. Tja, dann scheint ja alles klar zu sein. Ich werde mich gut um dich kümmern. Du wirst sehen, mein Schatz. Wegen Arnesons Haus. Dort herrscht einige Unordnung. Wenn Sie so gut sein könnten und dort alles wieder in Ordnung bringen würden? Sie können auf den alten Champagne zählen. Wird alles erledigt. Ich sehe, unser Freund ist in guten Händen. Wir beeilen uns, lieber Watson. Unser Schiff trifft schon Vorkehrungen zum Auslaufen. Watson, ich habe Ihnen schon mehrmals gesagt, ich möchte nicht gestört werden. Aber Holmes, Sie haben sich jetzt schon 4 Tage lang in Ihrer Kabine eingeschlossen. Draußen scheint die Sonne und der Wind vom Meer. Wenn Sie näher kommen, Watson, werfe ich Sie hinaus. Jetzt gehen Sie. Verdammt nochmal, Holmes, mir ist langweilig. Ich ertrage die Unterhaltungen der Matrosen keine Minute länger. Wir haben eine Vereinbarung, Watson, jeder nach seinen Fähigkeiten. Ich kümmere mich um die Übersetzung des Buches. Sie studieren die Zahlen, die unser junger Freund Davy gezeichnet hat. Jetzt machen Sie sich an Ihre Aufgabe und überlassen Sie mich meiner. Aber Sie wissen doch, dass solche Rätsel nicht meine Stärke sind. Hätten Sie nicht eine andere Aufgabe für mich, die meinen Fähigkeiten besser entspricht, Holmes? Natürlich. Sie sind schließlich ein Mann des Wortes. Also gehen Sie wieder auf die Brücke, nehmen Sie Ihr bewährtes Notizbuch und redigieren Sie diese kleine Abhandlung. Einverstanden. Zu welchem Thema? Meine Monographie über die berechneten Flugbahnen von Möwenexkrementen. Guten Tag, Watson.
Wie ich sehe, haben wir eine Nachricht bekommen. Zweifellos von meinem Bruder Mycroft. Merkwürdig. Hier, lesen Sie das, Watson. In der Tat. Aber der Besitz eines solchen Schatzes ist für sich doch Ziel genug. Warum zum Teufel noch diese ausgefeilte Maskerade? Geld ist oft das Motiv für die niedersten Taten. Aber nicht in diesem Fall. Das sind in der Tat tiefe Wasser, Watson. Diese Leute folgen einem anderen dunklen Ziel. So verzweifelt, dass es jedes Opfer und jedes große Risiko rechtfertigt. Sie machen mir Angst, Holmes. Ich weiß. Manchmal mache ich mir selbst Angst. Genug der müßigen Spekulationen, Watson. Ich bat Sie, die Zahlen zu studieren, die der junge Davy gezeichnet hat. Zweifellos handelt es sich um einen Code. Was haben Sie herausgefunden? In der Tat, sie können nur eine bestimmte Bedeutung haben, auch wenn sie sich mir im Moment entzieht. Was mein eigenes Rätsel angeht, ich konnte die Geheimnisse dieses Buches leider nicht durchdringen. Die Sprache ist archaisch und meine mageren Kenntnisse von Chiffren wurden hart auf die Probe gestellt. Ich habe nur Irrsinn und andere Absurditäten daraus ableiten können. Diesem Buch zufolge, falls meine Übersetzung korrekt ist, muss man dieses Zeichen mit menschlichem Blut schreiben und dann mit Überzeugung diesen aufschlussreichen Vers rezitieren. Gnart Gwydlim Lisrt Sibylle. Dann ist das Opfer gebannt oder von Dämonen besessen. Ich sage Ihnen, Watson, das liest sich wie reines Geschwafel. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was haben Sie gesagt? Was? Diese Zeichnungen, was für ein Grauen! Ich sage Ihnen, Holmes, dieses Buch bereitet mir großes Unbehagen. Wie fast alles im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit. Mir ist gerade etwas eingefallen, Watson. Hat nicht der Buchhändler Barnes uns erzählt, dass er Altertumsgeschichte studiert hat? Vielleicht könnte er uns bei der Übersetzung dieses Buches helfen. Wir müssen bessere Köpfe suchen, denn wir kommen hier nicht weiter. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo Sie diese Leute hingebracht haben könnten und welche Konsequenzen Sie erwarten. Kommen Sie. Wir wollen sehen, ob Barnes uns vielleicht helfen kann. Mr. Holmes, Dr. Watson! Was für eine Freude, Sie zu sehen. Wo waren Sie denn nur? Sie waren ja ein paar Monate fort. In der Tat, wir haben eine sehr lange Reise unternommen und sind eben erst zurückgekommen. Es gibt jedoch wichtigere Dinge zu besprechen. Haben Sie nicht gesagt, dass Sie etwas über alte Völker wissen? Ihre Sprache, Ihre Schrift und Ihre Sitten? Das habe ich in der Tat gesagt, Mr. Holmes. Warum fragen Sie? Sie sind genau der Mann, den wir brauchen. Mir ist auf unseren Reisen dieser esoterische Text in die Hände gefallen und ich habe mich gefragt, ob... Stimmt etwas nicht, Barnes? Mr. Holmes, wo haben Sie das her? Dieses Buch, ein echtes Museumsstück. Wenn Sie so gut sein könnten, einige dieser Fragmente für mich zu übersetzen, stünde ich tief in Ihrer Schuld. Besonders interessieren mich diese Seiten hier. Sie sind in sehr schlechtem Zustand und scheinen daher am häufigsten gelesen worden zu sein. Mit Vergnügen. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und Sie über meinen Fortschritt auf dem Laufenden halten.
Kaufen Sie den Strand! Drei Schiffe noch immer auf See verschollen! Alle an Bord wahrscheinlich tot! Kaufen Sie den Strand! Das Neueste über die verschwundenen Schiffe! Gib mir die neueste Ausgabe, mein Junge. Danke, Mister. Watson, sehen Sie nur die Nachrichten über all die vermissten Schiffe. Ich habe eine Idee, aber dafür brauchen wir eine Karte der schottischen Küste und des angrenzenden Meeres. Es hat keinen Sinn, Barnes zu fragen. Ich möchte seine Aufmerksamkeit nicht von der Übersetzung ablenken. Das stimmt wohl, Holmes. Aber wo sonst könnten wir eine solche Karte finden?